Oder ist zu viel politische Korrektheit am Ende gefährlich für unsere freie Gesellschaft? Eine Woche nach dem Aus für den Musikpreis Echo stellen wir heute mal ein paar grundsätzliche Fragen. Das Thema bei Sandra Maischberger. Man wird ja wohl noch sagen dürfen, wie diskriminierend ist Sprache? Unsere Gäste. Peter Hane, der langjährige ZDF-Moderator, schimpft über die penetrante politische Korrektheit der Gutmenschen. Er sagt, ich bin doch kein Rassist, wenn ich ein Zigeunerschnitzel bestelle. Der Kabarettist Florian Schröder widerspricht. Es gibt keine Sprechverbote. Dieses lamoyante Geheul der alten weißen Männer, dass sie nichts mehr sagen dürfen, geht mir auf die Nerven. Bushido, der Musiker und Produzent, nimmt seine Kollegen Farid Bang und Kollega nach dem Echo-Skandal in Schutz. Als Rapper muss ich mich leider hinter die beiden stellen, auch wenn sie moralisch eine Grenze überschritten haben. Die Schauspielerin Annabel Mandeng kritisiert dagegen die Gangster-Rapper für schwulen- und frauenfeindliche Texte. Es ist das allerletzte, wenn einer Erfolg hat, indem er andere niedermacht. Theresa Bücker, die Journalistin, sagt, Diskriminierung beginnt mit der Sprache. Sie fordert, Begriffe wie Neger aus Kinderbüchern zu streichen. Und später zugeschaltet Marlies Krämer. Die 80-jährige Feministin erregte Aufsehen mit ihrer Klage vor dem Bundesgerichtshof. Sie wollte erreichen, dass ihre Sparkasse sie offiziell Kundin statt Kunde nennt. Schönen guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind. Herr Hane, wann haben Sie das letzte Mal Zigeunerschnitzel gegessen, bestellt, bekommen? So vor 14 Tagen. Und habe es mit großer Freude gegessen, weil mir läuft bei Zigeunerschnitzel nicht der rassistische Geifer, sondern das Wasser im Munde zusammen. Ich dachte, es gibt keine Speisekarten mehr mit Zigeunerschnitzel. Oh ja, das ist doch gibt's das, Gott sei Dank. Gibt's Sie gehen noch. Nur in die Restaurants? Nein, überhaupt nicht. Ich freue mich, dass es die noch gibt, dass man das ganz locker sehen kann. Übrigens sehen kann, wie die einzige Zigeunerin, die im EU-Parlament sitzt, als ich dieses Buch geschrieben habe, rettet das Zigeunerschnitzel, hat 2003. Ausgerechnet der Stern eine Titelgeschichte gemacht, behaltet doch euer Zigeunerschnitzel. Und die einzige Zigeunerin im EU-Parlament, in der Linksfraktion, hat gesagt, es gibt wichtigere Probleme als das, als diese Sprachgeschichte. Denn es wird ja was Positives danach benannt. Das ist für mich der Hauptunterschied. Mohrenkopf oder Mohr im Hemd oder so, es ist ja was Positives. Leipziger allerlei, Hamburger, Berliner, werden ja alle gegessen. Ist ja was Leckeres. Ja. Herr Schröder, können Sie Herrn Hane erklären, warum Sie finden, Zigeunerschnitzel sollten anders heißen? Naja, weil es einfach ein Begriff ist, der, auch wenn es Zigeuner gibt, die sich nach wie vor ja, so nennen. Und sogar einen König haben. Damit kein Problem haben. Ist es insgesamt doch ein diskriminierender Begriff, ein Begriff, der zu Recht negativ besetzt ist. Ich bin beim Zigeunerschnitzel noch ein bisschen gnädiger. Ich finde es tatsächlich bei allem, was mit dem Begriff Neger zu tun hat, problematischer. Das hat einfach damit zu tun, dass das eine ganz klare Konnotation hat. Das ist jahrelange Unterdrückung, das ist Ermordung von Menschen, das ist Sklaven, Menschen als Sklaven halten, mit ihnen schlecht umgehen. Und das kommt, hat eine ganz klare Konnotation, das kommt vom. Und da bin ich dann tatsächlich auf der Seite derer, die sagen, lass uns da mal ein bisschen sprachsensibel mit umgehen und auch den Leuten zeigen, dass wir nicht den letzten Quatsch erzählen. Dem stimme ich völlig zu. Da sind Sie dabei. Kommen wir aber gleich dahinter. Frau Bücker, Sie beschäftigen sich wirklich viel mit Sprache, der Bedeutung von Sprache, der Macht von Sprache. Wir haben eine Speisekarte gefunden, die ist jetzt gerade aktuell fotografiert. Das ist eine Kneipe im Saarland. Da sehen Sie, was passiert, wenn man Zigeunerschnitzel dann vermeidet. Dann geht der Schnitzel nach Art wandernder Menschen, ehemals Zigeuner. Wir haben das Gefühl, dass diese Kneipe das nicht ganz ernst meint, aber es schafft Verwirrung. Ist das übertrieben, solche Worte im modernen Sprachgebrauch, im aktuellen, rausstreichen zu wollen? Also ich finde es überhaupt nicht übertrieben. Ich finde eigentlich eher die Empörung, die von der anderen Seite getrieben wird, völlig übertrieben. Weil was gewinnt so jemand wie Herr Hane dadurch, dass er diese rassistischen Wörter weiter benutzt? Ist doch nicht eigentlich rassistisch. Gar nichts. Entschuldigung, es ist also doch nicht rassistisch, Zigeuner zu sagen. Sie sitzen doch nicht abends zu Hause auf dem Sofa und weinen, weil Sie diese Worte nicht mehr Aber ich bin doch nicht rassistisch. Ich wehre mich dagegen, hier als Rassist bezeichnet zu werden. Es ist eine rassistische Sprache. Und wir haben doch die betroffenen Personen, die ganz klar geäußert haben. Und es gab eine Äußerung des Forums der Sinti und Roma, die gesagt haben, wir wollen nicht mehr, dass das verwendet wird.
Ganz genauso wie schwarze Menschen gesagt haben, sie wollen diese rassistische Sprache entwickeln. Aber die Frage, die Sie stellen, finde ich ja berechtigt, Herr Hane. Was gewinnen Sie denn, wenn Sie weiterhin Zigeunerschnitzel sagen? Also Hertha Müller, die Nobelpreisträgerin für Literatur, hat mir aufgrund meines Zigeunerschnitzelbuches geschrieben und sagt, natürlich gibt es Zigeuner. Zigeuner sind stolz, Zigeuner zu sein und keine Sinti und Roma. Sie haben sogar einen eigenen König und so weiter. Und wenn zu mir einer kommt und sagt, ich fühle mich dadurch, wenn du das sagst, angegriffen, dann bin ich der Erste, der sagt, also die anderen Stimmen, die Frau Bücker zitiert, denn die gibt es ja auch, oder? Leute, die sich, also ich habe bisher immer gehört, dass die Firmen, die ich jetzt hier nennen will, sagen, wir nennen es dann lieber Puster im vorauseilenden Gehorsam. Also ich sage nur einmal, es ist doch etwas Positives, was man so benennt. Gut, also, wir essen Amerikaner, wir essen Berliner, warum denn nicht? Ja, weil Berliner und Amerikaner wertfrei ist und Zigeuner ist es das nicht. So habe ich Sie verstanden, Frau Bücker. Ja, und es gibt ganz klar Leute, die gesagt haben, wir wünschen uns eine andere Sprache. Und ich finde es jetzt ein bisschen unterkomplex, das jetzt nur auf diese Schnitzel zu begrenzen. Genau, wir reden ja über rassistische Sprache allgemein. Deswegen gehen wir und es gibt sehr viele unterschiedliche Begriffe, die kritisiert aber werden. Aber warum nennen Sie mich Rassist, wenn ich Zigeunerschnitzel sage? Ich habe Sie nicht Rassist genannt, es ist rassistische Sprache. Genau. Genau. Dann bin ich ein Rassist. Und ich habe Sie gefragt, was gewinnen Sie dadurch? Also was gewinnen Sie? Das ist so ein bisschen wie so ein trotziges Kind, was sich auf den Boden schmeißt. Meine Tochter ist gerade auch in der Phase. Die Wut ist so ein bisschen ungerichtet. Ne? Die hat keinen Inhalt. Das geht damit, so ein bisschen Grenzen auszutesten und sauer zu sein. Aber bei Kindern ist der Unterschied, dass sie irgendwann aus dieser Phase heraustreten. Und über die Kinderbücher debattieren wir einfach wirklich schon viele Jahre. Und es ist wichtig, darüber doch einfach mal hinauszugehen und sagen, es gibt Leute, die fühlen sich diskriminiert. Warum respektieren wir die nicht? Kinderbücher, es geht doch um Respekt. Kinderbücher ist ein gutes Stichwort, darüber wollen wir reden. Tatsächlich ist es so, dass man für die Zukunft natürlich sich darüber Gedanken machen kann, ob man Zigeuner sagt oder nicht. Was aber, wenn bestimmte Worte in Büchern stehen, die schon vor langer Zeit gedruckt wurden? Jim Knopf, die kleine Hexe, Pippi Langstrumpf. Kinderbuchklassiker, die seit Generationen Kinder begeistern. Doch mittlerweile sind Inhalte und Wortwahl dieser Bücher auf dem Prüfstand. Begriffe, die man heute als diskriminierend empfindet, werden gestrichen oder ersetzt. So wurde aus Pippi Langstrumpfs Vater, dem Negerkönig, ein Südseekönig. Bei der kleinen Hexe von Ottfried Preußler verkleiden sich Kinder unter anderem als Negerlein. In den neueren Ausgaben sollen die Kinder einfach andere Kostüme wählen. In der Jubiläumsausgabe von Michael Endes Klassiker, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, durfte jedoch das Wort Negerlein bleiben. Soll man ein Vokabular, das heute als rassistisch gilt, aus alten Kinderbüchern entfernen? So, rechts von mir sitzen auch zwei Eltern, Annabelle Mandeng und Bushido. Sie haben vier Kinder. Ich bin kein Elternteil. Entschuldigung, aber nee, ich hab fünf Nichten. Er hat vier Kinder. Wenn Sie Bushido so ein Buch vorlesen würden, die Kinder sind noch klein, würden Sie dann Negerkönig lesen oder würden Sie was anderes sagen? Ich denke mal, dass wir mittlerweile relativ aktuelle Versionen dieser Kinderbücher haben und sich da, glaube ich, die Frage gar nicht so stellt. Also es gibt eben noch bei Jim Knopf, gibt es ja noch? Das haben wir nicht zu Hause. Ach so, nee. Okay. Aber wenn Sie so ein Buch finden und da finden Sie das Wort, würden Sie es einfach vorlesen oder würden Sie dann einfach drüber hinweggehen? Ich würde es vorlesen, ja. Und dann sagen, sagt man heute nicht mehr? Nö, gar nichts sagen. Okay. Nein, das Problem ist ja folgendes. Ich glaube, also meine Kinder sind jetzt im Alter zwischen 2 und 5. Wenn ich das jetzt einfach mal so in der Geschichte vorlese, dann ist, glaube ich, der Negerkönig das Letzte, was sie sich dann da aus dieser Geschichte wirklich rausziehen. Es sei denn, ich stoße sie mit der Nase drauf und tabuisiere das dann sozusagen. Ja. Ne? Frau Mandeng, finden Sie das beleidigend heute, wenn jemand sagt Neger, wenn es in einem solchen Buch steht? Und ist das nein, ein Unterschied? Ich glaube, ich würde mich auch gerne beteiligen in dieser Debatte, nämlich weil ich ja als einzige wirklich Halbnegerin bin. Aber ich komme aus Afrika. Du bist auch aus Tunesien. Ich weiß, aber sieht man es ja nun an, so in dieser Form. Es gibt nun mal Begrifflichkeiten, die haben sich auch verändert. Also Neger kommt von Negroid, was eigentlich nur schwarz bedeutet, ist eigentlich per se kein Schimpfwort. Liegt an der Historie, dass es zu einem geworden ist, richtig. Neger, Sklaverei, die gesamte Historie, das ganze Paket hängt da hinten dran. Ursprünglich ist es aber so negativ behaftet nicht gewesen. Vor allen Dingen nicht in unseren Breitengreisen. Ich spreche jetzt nicht von Amerika, wo natürlich das meiste der Sklaverei auch stattgefunden hat. Auch da müssen wir, finde ich, versuchen zu differenzieren. Insofern, um Ihre Frage zu beantworten, würde ich schon sagen, dass bei Büchern, die in einer Zeit geschrieben wurden, wo das unbehaftet war, die auch mit dieser Intention diese Bücher geschrieben wurden,
Die sollte man jetzt nicht aus den Regalen ziehen. Ich glaube, das ist einfach Teil unserer Geschichte auch. Nur in Zukunft sollte das eben nicht mehr stattfinden. Okay. Das, finde ich, darf nicht sein, weil eben mittlerweile eine rassistische Sprache, um auf Frau Brücker einzugehen, daraus geworden ist. Ja. Frau Brücker, Sie haben ein Kind. Lesen Sie das vor? Und wenn ja, wie würden Sie das denn einwerten dann? Es ist ja eigentlich relativ normal, dass Eltern beim Vorlesen variieren. Also ich habe jetzt auch keines der genannten Bücher zu Hause, aber sie haben ja auch oft Storylines in der Geschichte, wo sie denken, oh Gott, das kann ich dem Kind eigentlich nicht zumuten. Also ich glaube, das ist wirklich gängige Praxis bei Eltern, dass sie variieren. Und mein Kind lernt auf jeden Fall geschlechtergerechte Sprache oder eben auch viele weibliche Formen. Das ist ja auch normal. Sie weiß, dass es Feuerwehrfrauen gibt. Sie weiß, dass es Ärztinnen gibt. Und das würden sie sich lernt sie natürlich auch in der Sprache. An dem Wort stören? Also wenn dann da steht Negerlein in dem Buch, würden das Sie das würde ich variieren auf jeden Fall. Mhm. Weil? Weil es ein rassistisches Wort ist. Ich bin ja sehr aktiv in feministischen Netzwerken, in antirassistischen Netzwerken. Es gibt Organisationen von schwarzen Menschen, die sagen, wir finden das beleidigend, wir möchten das nicht mehr. Und ich finde es total wichtig, das zu respektieren und sich da weiterzubilden und da anzupassen. Ich verliere ja eben nichts dabei. Nee, aber da bin ich, da bin ich aber ganz mit Ihnen. Als Afrikaner nachhaken. Ich finde es auch absolut richtig, ja? Weil es nämlich die Zukunft bedeutet. Also wenn man von jetzt bis zur Zukunft denkt. Ich bin Jahrgang 1971 und habe diese ganzen Bücher zu Hause gehabt. Ja. Mir wurde aus diesen Büchern vorgelesen. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, Wippi Langstrumpf gehörten bei uns dazu. Wir haben daraus als Kinder zitiert. Und das waren selbst wir und wir waren, mein Bruder und ich, waren die einzigen, bis auf ein Adoptivkind, die einzigen schwarzen Kinder in dem gesamten Ort, wo wir aufgewachsen sind, immer zwischen. Und es war für uns kein Problem. Aber die Sprache hat sich verändert. Der Inhalt und vor allen Dingen die Begrifflichkeit und die Wirkung hat sich verändert. Und da müssen wir uns anpassen. Herr Hane hat ja einen Artikel geschrieben, um die Kinderbücher ging es. Einer von Ihren Artikeln mit der Überschrift, rettet die Kinderbücher vor der Sprachpolizei. Also warum wollen Sie denn unbedingt, dass da weiterhin Neger stehen sollen? Also ich will das unbedingt gar nicht, sondern genau wie es hier, also da sind wir uns ja interessanterweise einig. Weil Kindern erzählt man etwas weiter in der Entwicklungsstufe, in der sie sich befinden. Also wenn ich merke, das Kind kann nachts nicht schlafen, weil ich den Wolf die Großmutter fressen lasse, dann lasse ich es weg. Ja. Bei Negern ist es so, dass ich es A erklären kann, aber wir haben ja folgende Situation, das war der Ausgangspunkt. Ich habe das jetzt in diesem Mogelpackungsbuch nochmal geschrieben, weil ich mich darüber geärgert habe, dass das einfach intellektuell schief ist. Es gibt bestimmte Bücher, zum Beispiel Mark Twain, wo Neger bewusst in dieser diskriminierenden Art geschrieben wird. Genau, auch das. Und das muss man doch erhalten. Da muss man doch sagen, damals schon war das ein Schimpfwort. Also Sie sind dafür, sozusagen das drinnen zu lassen und dann sollen die Eltern lieber erklären, worum es geht. Also einmal sollten Sie Eltern lieber erklären und zweitens, es kommt ja dann langsam sowas, was Sie geschildert haben, dass je überkorrekter wir sind, desto mehr geht der Schuss nach hinten. Es gibt Süddeutsche Zeitung, Süddeutsche Magazin, ist ja kein Bistumsblatt, auch nicht Peter Hane, hat ein Titelblatt gehabt, wo ein schwarzer Koch in Kiel vor seinem Lokal steht und er nennt es zum Mohren und sagt, ich bin diese Diskussion langsam leid. Ja. Dann nenne ich jetzt demonstrativ als Schwarzer mein Lokal. Das ist eine individuelle Entscheidung. Herr Schröder, also die Sprachpolizei ist überflüssig oder ist das schon ein Kampfbegriff? Also ich würde nicht von Sprachpolizei sprechen, weil mir ist das zu indoktriniert und viele dieser Begriffe in den Diskussionen sind einfach von Leuten indoktriniert, mit denen ich nichts zu tun haben will, nämlich von rechts außen. Dennoch bin ich der festen Auffassung, dass wir aus zwei Gründen nicht anfangen können, Bücher umzuschreiben. Also wir finden an ganz vielen Stellen, wir finden auch bei Erwachsenenliteratur, wir finden bei Max Frisch, bei Thomas Mann, bei Autoren, die nun wirklich unverdächtig sind, auch den Begriff Neger. Und es ist eine Erziehung auch zur Unmündigkeit von Kindern, auch von Erwachsenen, wenn wir anfangen, Sachen, Texte umzuschreiben, zu sagen, wir dürfen darüber nicht mehr sprechen. Und dieses Nicht-Sprechen, dieses Nicht-mehr-Ansprechen, dieses Tabuisieren,
kann nach meiner Auffassung in die Gegenrichtung irgendwann schlagen. So unter dem Motto, das, was verboten ist, das macht den Menschen ja erst recht an. Das wird erst recht attraktiv. Das macht die AfD jetzt natürlich. Die geht dahin und sagt, wir müssen es eigentlich wieder sagen dürfen. Und es gibt ja auch den direkten Angriff. Das wollte ich jetzt nicht unzitiert lassen. Das ist kein Kinderbuch, sondern es ist ein AfD-Politiker, der gegenüber einem heute lebenden Mensch das Wort Halbnicker in den Mund nimmt. Es geht um den Sohn von Boris Becker. Mit dem Tweet von Herrn Mayer, Mitglied des Bundestages, dem kleinen Halbnigger scheint einfach zu wenig Beachtung geschenkt worden zu sein. Anders lässt sich das... Ja, das ist doch dumm. Herr Hammel, das ist doch einfach dumm. Das ist eine ganz andere Diskussion. Ja, also das ist doch was ganz anderes. Das eine ist eine Diskussion, da reden wir über Kunst und schreiben wir Texte um und machen damit ein Tor auf für alles, was uns nicht passt. Und irgendwann schreiben wir alles um, was irgendwie nicht mehr gesagt werden darf. Also an Unis in den USA gibt es das ja schon, wo man Triggerwarnungen hat, wo man gewarnt wird vor Stellen, die irritieren. Das ist aber dann Polizei. Und da verwehre ich mich dagegen. Ja, und das ist auch in der Jetztzeit, was jetzt stattgefunden ist. Was richtig, anderes. Ja. Heute ist, wenn und es ist ja auch anders gemeint. Das ist ja bewusst diskriminierend gemeint. Das ist völlig anderes. Das wird ja auch verfolgt, tatsächlich. Das ist was völlig anderes. Also aber Frau Bücker, wie viel Macht haben denn Worte? Also wie soll man denn jemanden erklären, wenn es das Wort gibt, in Kinderbüchern schon, dass das dann nicht gebraucht werden soll im heutigen Gebrauch? Ist das nicht dann eine Vorlage? Ich finde nicht. Also wir sind ja beim Erklären von Rassismus, Sexismus, Homophobie sind wir ja nicht auf Kinderbücher beschränkt. Also ich finde, hier werden immer so Beispiele herausgepickt und dann groß gemacht. Mhm. Und es sind ja tatsächlich nur marginale Änderungen. Also ich finde, das ist bei geschlechterinklusiver Sprache ja eigentlich ähnlich. Mhm. Es ist ja nicht wirklich schwierig, sowohl Frauen als auch Männer oder noch andere Geschlechter zu benennen. Ich glaube, das ist was, das kann jeder Erwachsene wirklich in einem Tag lernen. Es wird ja immer gesagt, das ist so furchtbar kompliziert. Ist es ja überhaupt. Aber doch, das ist auch ein anderes Problem, Frau Dücker, weil dann Sprache muss ja sprechbar bleiben, verstehbar und vor allem sprechbar. Und wenn ich mir manche Reden im Bundestag anhöre, die so, das ist Kabarett, also könnte Florian Schröder sofort ins Kabarett übernehmen. Also Aufstockerinnen und Aufstocker. Da kommen wir gleich dazu. Aber Herr Hane, Sie haben gesagt, wer Zigeunerschnitzel sagt, ist kein Rassist. Kann man denn aber hier sagen, wer in diesem Zusammenhang sagt, ist ein Rassist? Das ist ein ganz bewusster Zusammenhang. Ja, da ist doch die Stigmatisierung schon die riecht man doch schon. Und da muss ich sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Politiker Correctness und Dummheit. Finde ich auch. Und das dem ist dumm. Kleinen Halbjäger zu das sagen, ist also, dumm. Geht gar nicht. Und Kinderbücher auf der einen Seite, will ich auch noch mal ganz kurz nachhaken. Es ist was anderes, wenn es historische Kinderbücher sind, die vor 100 Jahren geschrieben wurden. Das doch oder so, also für jetzt neue schreiben. Aber ich habe Sie jetzt verstanden. Halt Sie sind sich einig, wenn man das in dem Zusammenhang benutzt, ist es Rassismus, aber im Buch steht. Was meinen Sie denn, Herr Hane, wenn Sie sagen, die politische Korrektheit hat Überhand genommen? Wer ist denn an dem schuld, was die politische Korrektheit nennt? Und was meinen Sie genau? Also ich bin gegen so Verschwörungstheorien, die ja jetzt auch sind, als wäre da irgendwie eine Weltherrschaft die nach 68er Zeit, die uns jetzt irgendwie Sprache verbieten will. Aber es ist natürlich, es hat ja seinen Ort in den 60er Jahren in den kalifornischen Universitäten, Berkeley, bei San Francisco, auch Santa Barbara, wo ich seit 15 Jahren bin, da habe ich das auch selber erlebt. Was ist das Problem daran, dass eine Gesellschaft versucht, Rücksicht zu nehmen in der Sprache auf Kinder? Indem wir Folgendes jetzt inzwischen schon hingekriegt haben. Die Political Correctness wollte ja Täter und Opfer auseinanderhalten. Das heißt, die Täter sind die, die also diese bösen Worte benutzen und die Opfer sind diese ganzen Gruppen. Inzwischen sind ja alle Opfer, denn die, die als Rechte verschrien werden nach dem Motto, sie sind gegen die Political Correctness, sagen ja jetzt auch, wir sind Opfer der Sprachpolizei. Also jetzt haben sie inzwischen eine Gesellschaft, in der jeder Opfer ist. Mhm. Und ob das also gut ist, weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Kein Opfer. Ich auch nicht. Aber in der intellektuellen Diskussion. Ja, aber die sagen ja immer, man darf bestimmte Dinge nicht sagen. Herr Schröder, würden Sie das auch so sehen? Also das ist eine der Dinge, so heißt ja auch unsere Sendung, die wir häufiger hören, man darf ja bestimmte Sachen gar nicht mehr sagen, weil es politisch inkorrekt ist. Haben Sie das Gefühl, wir leben in einem Land, wo man bestimmte Sachen nicht sagen darf? Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wir leben in einem
absolut liberalen Land, in dem man alles sagen kann. Und die Fraktion derer... Nee, das glaube ich nicht. Doch, das glaube ich schon. Doch, der Punkt ist nur, man kann alles sagen. Man muss dann nur mit den Konsequenzen dessen leben, was man sagt. Und das, was ich immer wieder feststelle, ist, dass es insbesondere in der rechtskonservativen Fraktion die Stimmen derer gibt, die sagen, ja, man darf ja nichts mehr sagen, dies darf man nicht mehr sagen und jenes darf man nicht mehr sagen. Aber jetzt gucken Sie aber mal. Dabei dürfen Sie es sagen. Gerne. Und dabei sind gerade die für sich den Opfermodus beanspruchen, Leute wie Sarrazin, verkaufen Millionen von Büchern, machen sich aber selbst zum Opfer. Zudem sind aber ein Joachim Gauck sagt, er hat, er spricht die Sprache des Volkes, denn sonst würden sich seine Erfolge nicht erklären. Das heißt, es stehen wieder Autoritäten gegeneinander. Moment, aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist ja, können wir alles sagen oder nicht? Sagen ja, wir können es. Aber wir müssen damit leben, dass es nicht widerspruchsfrei passiert. Mhm. Ich habe häufig das Gefühl, dass sehr viele Leute sich in dem einrichten wollen, was an den US-Unis Kuschelecken heißt. Sie wollen alles sagen können, wollen bedingungslose Zustimmung, wollen nur Affirmation und sind nicht in der Lage, damit umzugehen, dass es dann eben auch Widerspruch gibt. Wenn ich meinen Arsch aus dem Fenster hänge, absolut. Dann muss ich auch damit rechnen, dass es Leute gibt, denen das nicht macht aber nichts. Trotzdem wollen wir über den Wert von Sprache reden und darüber, ob Sprache diskriminierend ist. Ich habe es jetzt gelernt, was das N-Wort angeht. In dem Kontext ist es rassistisch. In den Büchern sind Sie bis auf Frau Bücker der Meinung, man könnte es stehen lassen. Die andere Frage ist... Ich möchte unbedingt Kinderbücher. Nur darum geht es. Das ist mir ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass Kinderbücher geschrieben werden können in der heutigen Zeit und man schreibt 10 kleine Negerlein. Nein, es geht nicht. Aber wenn es diese Gedichte gab, 10 kleine Negerlein zum Beispiel, oder Jim Knopf hat dann, oder Pippi Langstrumpf hat den Negerkönig dann drin, die aus den Regalen zu ziehen und zu sagen, wir schreiben das jetzt um, finde ich ehrlich gesagt blöd. Also dann müssen sich die Eltern eben die Zeit nehmen, was ja auch richtig gesagt wurde, das dann zu differenzieren, eventuell zu verändern oder in den richtigen Kontext zu stellen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Okay, eine andere Frage ist die, auf die wir jetzt kommen wollen. Sie haben es ja schon erwähnt, um die Frage geht darum, dass es nicht eine Minderheit in diesem Falle betrifft, sondern eine Mehrheit, nämlich die Frauen. Die Frage, warum Frauen in der deutschen Sprache so wenig vorkommen, obwohl sie eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung stellen, treibt meinen nächsten Gast um, den wir Ihnen kurz vorstellen wollen. Es ist einfach so, wie wir in der Sprache vorkommen, werden wir auch beachtet und behandelt, nämlich überhaupt nicht oder äußerst mies. Sie erstritt, dass im Personalausweis nicht nur Inhaber, sondern auch Inhaberin steht. Sie erkämpfte, dass Tiefdruckgebiete nicht nur weibliche, sondern auch männliche Namen bekommen. Und jetzt klagte sie vom Bundesgerichtshof, auf Formularen der Sparkasse nicht mehr als Kunde, sondern als Kundin angesprochen zu werden. Marlies Krämer, die Mission der 80-Jährigen, die Gleichberechtigung von Frauen in der deutschen Sprache. Zum Feminismus kam sie spät. Als junge Frau wollte sie studieren, doch ihr Vater verbot es. Sie heiratet mit 21, bekommt 4 Kinder. Nach dem frühen Tod ihres Mannes muss Marlies Krämer die Kinder alleine durchbringen. Nicht akzeptieren. Weil ich kein Kunde, kein Mieter und kein Patient bin. Und ich habe mir in Karlsruhe bei der Verhandlung vorgenommen, ich werde nur noch das generische Femininum sprechen. Was ist das denn? Da sind beide drin. Frau und Mann. Und wenn wir das innen zuhalten, also bei der Sparerin halten wir das IN zu, dann ist der Sparer ist immer da drin. Und er steht dann noch an erster Stelle. Aber ich bin in dem generischen Maskulinum überhaupt nicht drin. Ich komme da nicht vor. Und Sprache ist doch Ausdruck von Denken, Fühlen, Reden, Tun und Handeln. Sie ist unser wichtigstes Integrationsmittel. Und unser höchstes Kulturgut. Und wir Frauen sind die Mehrheit der Bevölkerung, 52%. Und kommen in der Sprache nicht vor. Als gäbe es uns gar nicht. Wissen Sie, also und wir leisten die...
Ja, das Landgericht. Fundamentale Arbeit für Staat und Gesellschaft. Also zumindest die Haus- und Familienfrauen. Alles zum Nulltarif. Ohne eigene Krankenversicherung und ohne eigenen Rentenanspruch. Und das kann ja wohl nicht sein, dass Frauen immer ausgegrenzt werden. Mit der sprachlichen Ausgrenzung beginnt die patriarchale Ausbeutung von Frauen. Frau Krämer, das Landgericht in Saarbrücken hat unter anderem darauf hingewiesen, dass das halt eben seit 2000 Jahren so gemacht wird und die männliche Form auch für Frauen steht. Warum überzeugt Sie das nicht? Weil erstens die Sprache noch keine 2000 Jahre alt ist. Damals gab es dieses Bankensystem noch nicht. Da haben die Gewerbetreibenden alles unter sich geregelt. Es hat sich also erübrigt, über Kundin oder Kunde zu reden. Das gab es überhaupt nicht. Aber die Sprache hat sich ständig verändert. Nur in dieser Sache nicht. Es heißt, das generische Maskulinum, das sind die Frauen mit gemeint. Und ich sage Ihnen, ich habe das verfassungsmäßig legitime Recht und den Anspruch, als Frau in Sprache und Schrift erkennbar zu sein. Das verstehe ich noch. Also beim Ausweis kann ich es nachvollziehen, auch bei dem Bankformular. Manche staunen über das Tiefdruckgebiet. Sie haben durchgesetzt, dass Tiefdruckgebiete, die hießen früher nur nach Frauennamen. Sie haben durchgesetzt, dass die auch Männernamen bekamen. Da fragen sich jetzt natürlich viele, ja, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Was will sie denn damit? Also ich habe das zusammen mit der Journalistin Elke Diehl, die heute in Berlin lebt, durchgeboxt. Und ich sage Ihnen, auch damals hieß es, ach, es gibt doch Wichtigeres, genau wie jetzt bei der Sprache. Mhm. Und dann sage ich den Leuten, wunderbar, was gibt es für Sie, für dich Wichtigeres? Dann kommt das große Aufzählen. Dann sage ich, hervorragend. Und was tun Sie, tust du dafür oder dagegen? Das wirkt wie eine Zauberformel. Ab sofort ist Ruhe im Karton. Die wollen ja alle nicht selbst agieren. Und Sie haben's die wollen getan. Alle nur kritisieren. Mhm. Und es gibt ja auch jetzt in dieser Sache viele, die sagen, es gibt Wichtigeres und. Ich kann nur sagen, die Sprache bestimmt unsere gesamte Gesellschaft. Mhm. Ich probier's. Politisch wird... Ja. Ich probiere es mal gleich hier aus. Das, was Sie jetzt also quasi, Sie gehen ja vor das Bundesverfassungsgericht, auch mit dieser Klage. Also wenn Sie sich da durchsetzen mit dem sogenannten weiblichen Generikum, wenn ich es richtig verstanden habe, dann würde ich Sie jetzt, Herr Hane, zum Beispiel vorstellen mit der Moderatorin Peter Hane. Wäre das okay? Ja, so nennen sich ja die Professoren inzwischen in Leipzig, Professorin. Bushido wäre dann Rapperin Bushido, auch okay? Nee, warum nicht? Das ist Quatsch. Er ist doch albern. Aber ist es dann, das finde ich auch albern. Dann albern. Sind Sie ja bei Frau Krämer. Weil das Frau Krämer darauf besteht, dass ja, finde ich genauso Quatsch. Finden Sie okay? Nein, also bei aller Liebe kann sie gerne machen. Ich bin froh, dass ich mich mit dieser Frage nicht rumstreiten muss. Also, dass ich da nicht sitze und dazu entscheiden habe. Ich persönlich für mich sehe einfach, dass die Dame anscheinend einfach Langeweile hat. So. Oh, das ist aber hart, finde ich. Frau Krämer, ja, hauen Sie gerne mal zurück. Nein, ich habe nicht gehauen, um Gottes Willen. Also, die bitte. Langeweile, ja, das ist... Ach, wissen Sie, diese ganzen dummen Argumente kenne ich schon aus der Ausweisaktion. Und nochmal zurückzukommen auf das, das war ja Ihre Frage mit dem Tief und Hoch. Ja. Da hieß es ja auch, es gibt Wichtigeres. Aber tief ist immer unten, hoch ist immer oben. Und das ist die patriarchale Struktur par excellence. Herr Hane, und wir leben in einem das stimmt beim Wetter nicht. Also, doch. Und also wir leben in einem ganz schrecklich sein. Wir leben in einem absoluten Patriarchat. So, das kann Herr Hane aber doch jetzt beantworten. Herr Hane, also, dass sie Kundin genannt werden will, das wollen Sie verstehen. Ja, aber natürlich. Aber Entschuldigung, das ist doch keine Sprache. Das hat doch mit dem Thema Sprachpolizei überhaupt nichts zu tun. Was mich nur immer wundert, ist die Inkonsequenz. Wir hören also in den Reden Verbraucherinnen und Verbraucher, Ministerinnen und Verbraucher. Ich habe noch nie gehört, Terroristinnen und Terroristen, Verbrecherinnen und Verbrecher, Mörderinnen und Mörder. Warum
Nein, das kommt, ich kann das nachweisen. In keiner Bundestagsrede kommt das vor. Frau Bücker, können Sie das erklären? Und wäre das, es sind statistisch einfach deutlich weniger Frauen, ja, die Mörderinnen sind, und deutlich weniger Frauen, die Terroristen sind. Das wissen Sie sind. Aber. Ja, also, ist ja statistisch erwiesen. Also wie viele Menschen sind, also brauchen wir sie nicht zu erwähnen. Also das zum einen, aber es gibt dafür ja kluge Lösungen. Und Sie haben jetzt nur auf Bundestagsreden abgestellt. Das greift ja ein bisschen zu kurz. Nö, ja, gar nicht. Wenn man Artikel liest, heißt es auch immer Erzieher. Das sind in der überwiegenden Mehrheit Frauen. Das ist total absurd, wenn man das liest. Also kann man auch geschlechtergerechte Formulierungen benutzen. Aber wir haben es ja gerade, hier in der Runde gesehen. Bushido möchte nicht als Rapperin bezeichnet werden. Sie möchten eigentlich nicht als Moderatorin bezeichnet werden. Und wenn man den Spieß umdreht und jetzt sagen würde, zur ausgleichenden Gerechtigkeit verwenden wir nur noch das generische Femininum und sprechen nur noch von Journalistinnen, von Lehrerinnen, von Ärztinnen. Also, dann hätten wir die Männer morgen auf den Barrikaden. Also die Männer sagen dann, es ist komplett hysterisch. Wenn wir aber seit ganz, ganz langer Zeit nur die männliche Form benutzen, dann ist es okay. Da würde ich lieber die Schule streichen für die Kinder. Die interessante Frage ist ja die, Frau Bücker, weil Sie sich auch damit sehr lange beschäftigen. Sprache ist das eine. Bushido meint, sie hat, vielleicht hat Frau Krämer einfach zu viel Langeweile. Hat Sprache Macht in dem Sinne, dass wie man quasi angesprochen wird oder ob man vorkommt, dass das tatsächlich dann, weiß ich nicht, also diskriminiert tatsächlich im Alltag. Also wenn natürlich man eine Gleichberechtigung in der Sprache hat, kriegen wir da mehr Gleichberechtigung im Alltag? Also Frau Krämer hat es ja schon gesagt, Sprache öffnet Denkräume, also ermöglicht uns, uns gewisse Sachen vorzustellen. Das ist zum Beispiel bei Berufsbezeichnungen so. Also wie lerne ich Kinder, was sie werden können? Das ist eben total wichtig, es da schon zu machen. Und man hat zum Beispiel auch gesehen, dass bei Jobausschreibungen, wenn da nur die männliche Form steht, mittlerweile muss man ja M/W dahinter schreiben, das reicht aber nicht. Mhm. Aber sobald man beide Formen hinschreibt oder es meinetwegen mit einem Binnen-I oder einer anderen geschlechtergerechten Form macht, steigen die Bewerbungen von Frauen ganz stark an, weil sie sich mitgemeint fühlen. Also Frauen erkennen das ganz klar, wenn sie mitgemeint sind und wenn sie nicht mitgemeint sind. Okay. Das finde ich auch richtig, weil letztendlich geht es ja darum, wer wird angesprochen. Wenn Herr Hane angesprochen wird, ist er Herr Hane. Und Bushido ist eben auch ein Mann, ich bin eine Frau. Ich möchte als Moderatorin angesprochen werden, als Professor. Das finde ich, da gibt es ja die direkte Ansprache. Wenn es um allgemeine Plätze in Anführungsstrichen geht, und da kann ich nur zustimmen. Natürlich muss so viel Zeit sein in der heutigen Sprache. Verbraucher und Verbraucherinnen, Terroristen, wenn es die Terroristinnen gab, auch zu sagen. Finde ich schon. Ich finde nicht, dass es darum gehen muss, die Sprache aufzuholen. Dass wir sagen, naja, jetzt waren wir irgendwie 2000 lange Patriarchat, jetzt müssen wir um die Frauen ran. Das finde ich albern. Sondern wir müssen mit der Zeit gehen, finde ich, genauso wie in den Kinderbüchern, in die Zukunft denken und zu sagen, so Leute, und jetzt? Jetzt ist es andersrum, also, jetzt sind wir eben nicht mehr rein. Dann aber, Herr Hane, erklären Sie mir doch, warum im Grundgesetz immer noch die Rede ist von, die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und den Bundesministern. Also da denke ich schon, dass dieses Wort, es gibt was Wichtigeres, gilt. Wenn die Straßenverkehrsordnung zurzeit umgeschrieben wird, dass da steht Fahrradfahrende statt Fahrradfahrer oder zu Fuß gehende statt Fußgänger, dann kann ich sagen, was für ein armes Land. Aber ich habe jetzt nach der Bundesregierung. Nein, die Bundesregierung ist ganz genauso. Ich bin der Überzeugung, dass es wichtiger ist, sich um Inhalte zu kümmern, als jetzt um Worte. Wir haben damit nun seit 1988, liebe Frau Krämer, das muss ich auch mal anhören. Aber Sie kümmern sich um das Schnitzel, da geht es ja auch um Wir haben seit, ich will es erhalten, ich will es ja, das ist der Unterschied. Sie wollen die Sprache verändern und ich will die Sprache. Wir werden moderner. Ja, Entschuldigung, Sie können sie auch weiterentwickeln. Da bin ich ja gar nicht gegen. Aber die Frage ist, die ganzen Kommissionen, alleine schon der evangelische Kirchentag, der sich damit beschäftigt. Wir leben ja im Zeitalter der Digitalisierung. Und das finde ich bei der Sparkasse so witzig. Also ein paar hundert Formulare zu aktualisieren oder geschlechtergerecht zu machen, da brauchen Sie Software. Das läuft alles ganz von alleine. Das dauert ein paar Sekunden, wenn Sie es nicht. Also spätestens bei Angela Merkel wird es sowieso drin stimmen, Bundeskanzlerin. Nee, sie hat ja nichts. Ausgabe wird es drin. Aber sie hat ja, natürlich. Das ist ja übrigens das Interessante. Merkel ist ein tolles Beispiel. Sie hätte längst in diesen 16 Jahren oder wie viel sie da regiert, sagen können, ich will hier genannt werden im Grundgesetz. Frau Krämer, Sie haben bei Frau Merkel offensichtlich keine Kämpferin, aber es gibt jetzt eine Gleichstellungsbeauftragte in dem Bundesministerium für Familie, die fordert, dass wir unsere Nationalhymne ändern, denn dort ist von Vaterland die Rede und der Vorschlag lautet Heimatland. Finde ich bei Ihnen Zustimmung für diesen Vorschlag? Also ich hätte nichts dagegen. Ich habe auch nichts dagegen. Ich hätte nie die Änderung der Nationalhymne beantragt. Aber wenn es so ist... Das ist sympathisch, ja. Warum?
Warum hätten Sie, Bushido fragt gerade, dann, warum nicht? Ja, er ist doch sowieso dafür, dass es so bleibt, wie es ist. Ich habe Sie doch gerade was gefragt. Es gibt in der Ode an die Freude, da heißt es zum Beispiel, alle Menschen werden Brüder. Mhm. Das ist überhaupt nicht machbar. Es heißt in Gesetzestexten, der schwangere Arbeitnehmer, wir wissen auch, er wird gar nicht schwanger. Wieso werden solche blöden Sachen blöd gesagt? Und die Freude an die Ode oder die Ode an die Freude, das kann von mir aus so stehen bleiben, damit im Bewusstsein bleibt, was für ein Blödsinn sich die Männer erlaubt haben. Mhm. Cool. Okay. Wir leben in einem absoluten Patriarchat. Ja. Das ist ja auch Frau Krämer, Sie hören, entstanden. Ja, Sie hören aber doch durchaus auch von Bushido und von Herrn Hahn ein bisschen, dass man das Gefühl hat, das ist auch eigentlich, es gibt doch so viel wichtigere Dinge. Zum Beispiel, dass Frauen weniger Geld verdienen und solche Dinge. Da fragen, also wie, was antworten Sie denen, die sagen, warum kümmern Sie sich nicht darum und klagen ein, zum Beispiel, dass Frauen gleich bezahlt werden? Das hängt ja mit der Sprache zusammen. Deshalb sage ich ja, Sprache ist Ausdruck von Denken, Fühlen, Reden, Tun und Handeln. Sie ist unser wichtigstes Integrationsmittel und unser höchstes Kulturgut. Also müssen die Frauen in dieser Sprache vorkommen. Es heißt zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, zwei Autos und zwei Fahrräder. Da heißt es nie zwei Fahrräder oder zwei Autos. Ja. Es sind 99 Sozialdemokratinnen und eine CDU und ein CDU-Mann und dann werden gleich alles nur Männer daraus gemacht. Politiker. Und das kann doch einfach nicht sein. Ich höre also Sie, die Uni Leipzig praktiziert das seit 2013. Die sagt jetzt nur die absolut nur ja genau. Die verwenden nur das generische Femininum. Okay. Und also ist die Uni Leipzig ist dumm nach Herrn Hahne. Ja, nee, also das Kasperletheater ist das. Kabarett. Wissen, das, ja, nein, das ist ja Kabarett. Für Sie ist das Kasperletheater. Richtig. Aber im Grimmschen Wörterbuch von 1878, da war die weibliche, die männliche Form alles gleich. Da heißt es unter anderem auch die Gästin. Und bei allen Veranstaltungen, die ich eröffne, sage ich, liebe Gästin, liebe Gäste. Wer will mich daran hindern? Nee, gut, niemand. Es ist doch mein gutes Recht. Natürlich. Und wenn der Herr Hahne meint, er steht, das haben ja auch die BGH-Richter gesagt, wir erleiden dadurch keinen Schaden. Absolut, da haben Sie völlig recht. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist kein Quatsch. Ja. Nein, im Gegenteil. So wie wir in der Sprache vorkommen, werden wir auch beachtet und behandelt. Nein, das denken Sie jetzt so erstmal für sich. Das ist auch Ihre Meinung, alles super. Aber gucken Sie mal, einen Schaden. Einen Augenblick, Frau Krämer, bitte, einen Augenblick, bitte. Einen ganz kurzen Augenblick, bitte. Ja, ich wollte Ihren Monolog nicht unterbrechen. Den einzigen wirklichen Schaden würden Sie erleiden, wenn aus dem Bundeskanzler wirklich auch nur ein Bundeskanzler zu regieren dürfte. Verstehen Sie, was ich meine? So ist es. So, dann hätten Sie einen Schaden. Aber wir haben seit 16 Jahren eine Frau da an der Macht. Das ist doch alles super. Wo ist das Problem jetzt? Also, ach, wissen Sie was? Der Schaden entsteht dadurch, dass wir sprachlich nicht existent sind. Wir werden unserer sprachlichen Existenz beraubt. Okay. Und darin liegt die Krux der Sache. Es kann einfach nicht sein, dass ich überall ausgegrenzt werde. Und der Schaden, den wir erleiden, dadurch, durch diese Diskriminierung der Ausgrenzung, ist eine gesellschaftlich viel geringere Wertschätzung als für die Männer, die ständig präsent sind und wir werden totgeschwiegen. Nee. Und da hängt auch das andere dran, dass Frauen weniger Geld kriegen. Richtig. Sie kommen ja nicht vor. Also die leisten 66%
Sicher hat das mit Sprache zu tun. Wir haben es, glaube ich, verstanden. Das hat nichts mit Sprache zu tun. Vielleicht ist das... Ach, wissen Sie was? Wir müssen, so müssen wir nicht miteinander umgehen. So müssen wir nicht miteinander umgehen. Sie haben gesagt, es wäre Quatsch. Nein, es ist kein Quatsch. Was das lasse Sie ich machen. Mir von Ihnen nicht sagen. Gut, Frau Krämer, damit eins klar ist, was Sie machen, davor habe ich hohen Respekt. So, nur wenn da ganze riesige Gremien mit beschäftigt werden, die von meinen Steuern bezahlt werden, dann sage ich nein. Vielen Dank jedenfalls. Ich glaube, Frau Krämer, ich danke nach Saarbrücken. Ihr Punkt ist deutlich und klar geworden. Vielleicht ist das auch eine Frage, die Frauen einen Tick anders beurteilen als Männer in dieser Runde. Vielleicht kann man das einfach festhalten. Vielen Dank nach Saarbrücken. Vielen Dank, Frau Krämer. Ich würde gerne in dieser Sendung ein Stückchen weitergehen, weil Sprache kann eben diskriminieren. Das ist Frau Krämers Ansicht. Sie kann auch verletzen. Sprache hat vor einer Woche dazu geführt, dass der wichtigste Musikpreis der Pop- und Rockkultur eingestampft wurde. Grund waren zwei Rapper, die sich für eine falsche Zeile entschieden haben und ein Gremium, das das auch noch mit einem Preis belohnt hat. Die Echo-Verleihung an die Rapper Kollega und Farid Bang führte zum Eklat. Schon wegen der Preisnominierung der beiden hatte es Kritik gehagelt. Campino von den Toten Hosen attackierte seine Musikerkollegen auf offener Bühne. Im Prinzip halte ich Provokation für gut und richtig. Wenn Provokation aber eine frauenfeindliche, homophobe, rechtsextreme oder antisemitische Form annimmt, wird eine Grenze überschritten. Es war vor allem die Textzeile "Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen", die Kritiker nicht nur als geschmacklos, sondern als antisemitisch empfanden. Unser Gast Bushido, so etwas wie der Urvater des deutschen Gangster-Rap, nahm Kollega und Farid Bang in Schutz. Es wäre scheinheilig, wenn ich jetzt diese Entscheidung kritisieren würde, denn ich war ja früher fast genauso. Auch wenn ich die beiden nicht mag, muss ich mich in diesem Fall als Rapper leider hinter die beiden stellen. Um das nachzutragen, es gibt seit heute tatsächlich eine staatsanwaltschaftliche Ermittlung. Das wissen wir jetzt in Düsseldorf. Ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung. Es sind Klagen eingegangen. Bushido, Sie sagen, Sie müssen die eigentlich verteidigen, die Jungs, obwohl Sie diese Zeile nicht richtig fanden. Aber die Frage ist doch, ist es ganz klar antisemitisch, was die da gerappt haben? Ja gut, ich würde jetzt den beiden keinen antisemitischen Hintergrund unterstellen, weil dafür kenne ich sie jetzt persönlich nicht so gut. Ich denke, das ist eine Einstellungssache und nicht nur einfach das Benutzen von Wörtern. In dieser Beziehung haben sie natürlich definitiv die morale Grenze überschritten. Ich würde sowas nicht machen. Ich würde jetzt aber das alles jetzt hier nicht überbewerten und Staatsanwaltschaft ermittelt. Die haben gegen mich auch 2013 auch wegen Volksverhetzung ermittelt und so. Das hört sich jetzt erstmal schlimm an, aber... Was soll passieren? Also von den beiden ausgesehen, von Farid Bang und Kollega, ist ja alles gut gelaufen bisher. Ja, alle regen sich auf, die Platten verkaufen sich. Also haben die alles richtig gemacht, oder? Ja, na klar. Da haben sie natürlich, ja, ist auch so. Die Logik ist ja nicht unbestritten, weil wenn ich das Ziel habe, meinen Gewinn zu maximieren und am Ende habe ich das geschafft, dann ist das unbestritten aufgegangen. Ob es jetzt die richtige Wahl war, darüber kann man streiten und da sage ich auch, nein, war nicht die richtige Warum Wahl. Warum nicht? Wo ist denn bei Ihnen jetzt die Grenze? Auschwitz, Holocaust? Ja, selbstverständlich, ja. Neger ist genauso eine Grenze. Also es gibt einfach Dinge, die dürfen so nicht gesagt werden. Und weil man das Gefühl hat, andere fühlen sich dadurch sozusagen angegriffen, verletzt, beleidigt, gekränkt, was auch immer, dann sollte man darüber nachdenken. Herr Schröder, Antisemitismus oder Provokation, um eine Platte zu verkaufen? Also zunächst, wenn man das isoliert sieht, diese Zeile, würde ich sagen, es ist eine ganz gezielte Provokation, auch in dem Wissen, welchen Nerv man da in Deutschland trifft. Genau. Wenn ich mir das angucke, was ich sonst von Kollegen gesehen habe, sage ich ganz klar Antisemitismus. Weil, wie kommen Sie drauf? Naja, wenn man mal die Texte nimmt, beispielsweise von seinem Song Apokalypse, wo es ganz gezielt darum geht, dass das Böse gegen das Gute kämpft und das Böse, der Teufel, hat einen Diener und der kommt in dem Video vor. Und hat einen Davidstern am Finger. Und am Ende geht es darum, dass der Weltfrieden dann doch in seiner Vision hergestellt werden kann, indem das Gute nämlich eher gewinnt. Und dann werden Buddhisten, Muslime und Christen die Welt, ich zitiere sinngemäß, friedlich wieder aufbauen. Und das Judentum kommt nicht mehr vor. Dann ist das ein ganz klarer Fall von lupenreinem Antisemitismus und sonst gar nichts. Herr Hane widerspricht nicht. Und aber ich, sensibler sind an der Geschichte rege ich mich was ganz anderes auf.
Da ist ein siebenköpfiger Rat, der nennt sich noch Ethikrat. Der wurde wegen mir jetzt hingerufen. Wo angeblich intelligente Menschen sitzen, die sich alle Texte hätten anhören und lesen können, auch was Sie gerade schildern. Deswegen ist der eine Auschwitz-Satz ja nur die Spitze des Eisberges. Die einzige, Frau, die da mutig aufgetreten ist und sagt, da ist eine Grenze überschritten, war die Vertreterin der katholischen Kirche. Meine evangelische Kirche, die immer vorne dabei ist, jetzt auch wieder, als es um die Kippa ging, um diesen Jungen, Antisemitismus und wir müssen sensibel sein und so weiter. Die evangelische Kirche hat dafür die Hand gehoben. Das ist für mich der eigentliche Skandal. Ja. Nicht, dass es junge Leute gibt, die das singen, wobei man immer in Klammern sagen muss, ich kann mich wundschreiben an Büchern und tollste Auflagen habe. Den Einfluss, den heute ein Rapper hat, auch ein Bushido, vor allem ein Bushido, hat niemand im Augenblick. Wie die die Klickzahlen im Internet. Also, und, nein, nicht verbieten, aber hier ging es doch um einen Preis. Hier ging es darum, kann ich so etwas prämieren? Es ist ein Unterschied, ob ich so etwas als Kunstform dulde, wo ich auch sagen würde, nein, es nicht mit dem Staatsanwalt, aber es gehört sich nicht. Es ist letztlich ein Skandal, als auf deutschem Boden so etwas zu singen, ist das sowas von furchtbar. Das verstehe ich, aber die Frage ist doch trotzdem, wenn es nun mal solche Lieder gibt und Sie sagen ja, es gibt einen Einfluss, wäre es dann nicht einfach klar zu sagen, nein, das ist antisemitisch, das verhöhnt Opfer des Holocaust, lass es uns verbieten. Klar. Wären Sie dafür? Ja, natürlich. Aber dafür haben wir doch unseren Index, den Geliebten, da bin ich morgen früh beispielsweise auch wieder. Also es ist ja auch, da bin ich vollkommen normal. Ich habe mich 2013 offiziell zurückziehen lassen vom Echo, weil die Typen, die haben schon lange hinter ihren Kulissen da komische Sachen gemacht. Und deswegen wundert mich das auch gar nicht, dass sie keinen Rückgrat bewiesen haben. Und man hätte ihnen, wenn man ihnen für die Verkaufszahlen den Preis hätte geben wollen, eine Sache, aber man hätte ihn auf gar keinen Fall eine Bühne bieten dürfen. Richtig. Glaube ich auch. Also es gibt auch die Differenzierung. Was lässt man zu als Firma, die dahinter steckt? Recht, und das ist absolut schiefgelaufen. Ich finde es Hätte es diesen Skandal des Echos nicht gegeben, selbstverständlich wären die Plattenfirmen einfach weiter dahinter gestanden, hätten gesagt, so, die sind doch super. Natürlich. Mit denen verdienen wir Millionen. Ich meine, die haben Klickzahlen erreicht, was eine Helene Fischer dann nicht geschafft hatte. Und das muss man dem Verhältnis auch mal vor Augen führen, dass eben Rapper, Internet, die Kombination Sprache als Sprachrohr auch unserer Kultur, unserer Werte, wie das auch kippen kann, wie das die Jugend auch beeinflusst. Und da haben die Leute gepennt. Und das regt mich tierisch auf. Völlig richtig. Ja, aber es billigt in Kauf genommen, einfach weil es ein Geschäftsmodell ist. Ja, klar, und weil eben die Rechnung aufgegangen ist. Ganz wichtig. Ja, aber gleichzeitig geht man auf Demos und kämpft gegen Antisemitismus. Das ist doch verlogen. Bushido, es ist ja überhaupt gar nicht, es ist ja überhaupt kein Geheimnis, dass es eine bestimmte Klientel, sage ich mal, gibt unter den Fans, die es total klasse finden, wenn man antisemitische Texte macht. Es ist auch kein Geheimnis, dass der Zentralrat der Juden einmal sie im Visier hatte, weil sie eine Zeile hatten, wo es um einen Anschlag in Tel Aviv, der wurde dann eben damit reingenommen. Es ist auch kein Geheimnis, dass sie lange Zeit auf ihrem Profil im Internet eine Landkarte hatten, in der Israel nicht vorkam. Sind Sie völlig frei davon gewesen, dass Sie mit diesen Dingen gespielt haben, weil Provokation auch Ihr Geschäft ist? Nicht, absolut nicht. Ne? Das wäre ja auch Blödsinn, das hier zu behaupten. Aber ich bin in keiner Sekunde ein Antisemit gewesen, weder in der Vergangenheit, in der Gegenwart noch in der Zukunft. So, aber natürlich habe ich damit gespielt und das Problem ist, weil anders kriegen wir uns, wir kriegen doch gar kein Gehör anders, so beispielsweise. Ja? Aber dafür braucht man doch keinen Antisemitismus. Nein, aber ich habe doch noch einmal gesagt, wenn ich jetzt eine Karte sozusagen in meinen Twitter-Account gestellt habe, so wie ich es getan habe, die ganze Welt hat darüber geredet. Hätte ich einfach so eine politisch korrekte Karte da irgendwie so als mein Fight the Power Avatar genommen, würde keinen interessieren. Aber Belgien weglassen. Vielleicht ja doch. Oder Holland. Aber ist warum es nicht Israel? Auch, ist es denn warum auch erstrebenswert, mit positiven Werten vielleicht aufzurücken? Weil die Jugend hört Ihnen Ich bin ein sehr positiver Mensch. Auch in ich meine Musik. Das nur, anstatt jetzt vielleicht eine Karte über Israel oder halt antisemitische Sprüche, dass man eben sagt, dass man mit positiven Werten, weil ich glaube, dass die Jugend trotzdem hinhört. Ja, natürlich, absolut. 5 Jahre später habe ich einen Song über meine Kinder gemacht. Super, genauso gut. So, aber Sie sind ja morgen bei der Bundesprüfstelle nicht wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, sondern weil ein Teil Ihrer Lieder auf dem Index ist, wie Seit Sie über sagen. 10 Jahren. Für alle die, die jetzt nicht so klar wissen, wer Bushido ist und worüber. Doch, klar, ich muss. Nicht jeder kennt sie. Nicht alle. Nee, ich bin ja nur gespannt, was jetzt kommt. Das wissen, worüber Bushido rappt. Ich glaube, die wollen, dass ich wieder mit abficke.
als würde mich das jucken, so wie Mückenstiche. Rapper haben den Kopf in meinem Arsch, ich gebe Tauchkurse. Und jetzt hol uns Pfefferminztee, du Laufbursche. Alles, lange galt er als der umstrittenste deutsche Rapper. Seit seinem Karrierestart provoziert Bushido mit Sex- und Gewaltfantasien, beleidigt vor allem Frauen, als Nutten und Fotzen, bedroht sie in seinen Texten. Mit der Rechten werde ich wichsen, mit der Linken dich schlagen. Oder ich boxe auch Frauen, das ist Emanzipation. Schwulen droht er, du Schwuchtel wirst hier ausradiert. Aber auch alle anderen beschimpft Bushido. Armes Deutschland, ich ficke deine Huren. Bin ich froh, dass die Kinder uns nicht mehr zuschauen. Bushido, ist das Kunst? Auf jeden Fall. Dann erklären Sie es mal. Was ist daran keine Kunst? Also was erklären Sie mir oder fragen Sie mal lieber, was daran keine Kunst ist, bevor ich Ihnen jetzt erkläre, vielleicht müssen Sie denen, die das nicht, also ich versuche es einfach mal positiv, die sozusagen dieses nicht kennen, was sie machen, also beim Rap, den Sie da haben, Battle-Rap, Gangster-Rap, geht es einfach darum, den anderen maximal zu beleidigen. Ist das dann Kunst? Teilweise, ja natürlich. Eine extreme Form von Kunst. Es ist so wie eine extreme Form von Sex bedeutet, Schmerzen zu ertragen und so. Also es ist so das, was der Mensch so halt gerade möchte. Also ich sehe da gar keinen Unterschied, nur weil da jetzt nicht irgendwie über irgendwelche Evolutionstheorien gerappt wird, dass das jetzt plötzlich keine Kunst sein soll. Aber ist es denn nicht schwierig, wenn trotzdem und eine ganze Gruppe angesprochen wird? Es diskriminiert auch keine Frauen. Also ich verstehe gar nicht, wo da doch Frauen diskriminiert werden. Also wenn jetzt eine bestimmte Frau angesprochen wird oder ein bestimmter Mensch, mit dem man jetzt persönlich zu tun hat, kann ich auch verstehen, dass man den vielleicht einfach beschimpft oder halt ein Battle gibt, wie Sie das unter den Rappern-Gruppen ja auch nachweislich haben. Ich finde es extrem schwierig, wenn es aber ein Allgemeinplatz wird, der eben nochmal Sprachrohr ist an die Jugend. Also da frage ich mich, ob die Haltung, halt über Nutten, Fotzen, Schwule, also das alles denn, zu sprechen. Was ist denn die allgemeine Haltung, wenn ich ja sage, armes Deutschland, ich ficke deine Huren. So, was ist da jetzt daran schlimm? Also, nein, aber ich meine, ich frage, Entschuldigung, mir ist schon klar, dass das sehr hart auch rüberkommt, auch der Gespräch, im Sprachgebrauch. Würden Sie Ihre eigenen Kinder das hören lassen? Wie bitte? Würden Sie Ihre eigenen Kinder diese Texte, deine Mutter? Noch sind Sie in einem Alter, wo Sie das wahrscheinlich nicht hören. Also Sie hören sich dann eher Papa an, aber so ein Lieder habe ich auch. Aber so, ja, wenn Sie das irgendwann hören, dann hören Sie das. Und wenn ich das Gefühl habe, dass Sie in Ihrem Menschwerden oder in Ihrer charakterlichen Entwicklung da irgendwie ein Defizit bekommen, dann setze ich mich damit natürlich auseinander. Aber Sie sind ja erfolgreich auf Schulhöfen. Die Frage ist doch die Kinder sind noch zu klein, um in die Schule zu gehen. Aber wenn die größer sind, haben Sie dann nichts dagegen, wenn die Kinder auf dem Schulhof, also die Mädchen Fotze genannt werden und Nutte, weil es halt einfach so gesagt wird, und der Junge, die beiden Jungs dann Schwuchtel? Wäre das okay? Nee, natürlich nicht, aber da muss man sich halt einfach mal vor Augen halten, dass da, wo ich herkomme, dass es einfach unser Sprachgebrauch ist. So, ich versuche jetzt nicht, andere Menschen davon zu überzeugen, genauso zu artikulieren wie ich, weil ich aber kann auch anders. Aber passiert das nicht automatisch? Nein, weil als Sprache, weil nein. Sie sind so ein großes Vorbild. Ich weiß, aber das Problem liegt einfach nur... Sie. Bushido richtig, ist aber so, das Problem, wow, erfolgreich, Dankeschön. Geld und so weiter. Und genau. Das bedeutet auch, aber die Art und Weise, wie Sie sich ausdrücken, ist ja auch Vorbild. Das Problem ist aber, dass nur Leute wie Sie verstehen so eine Musik nicht. Menschen, die mit dieser Musik groß geworden sind und die eine Liebe zu dieser Musik entwickelt haben, die wissen auch, wie man das zu nehmen hat. Also Sie haben keine Ahnung davon. Bestimmt, aber das kann sein. Aber Jugend, die einfach so ungefiltert darauf trifft, hat vielleicht ja nicht die Möglichkeit, sich in einer Form damit auseinanderzusetzen. Machen Sie mal die Jugendlichen nicht kleiner als sie sind. Egal, ob man die Musik mag oder nicht, keine Ahnung, aber auf dem Schulhof, egal. Aber das ist, immer das Argument, was ihr im Hip-Hop und im Rap immer ab einem gewissen Punkt bringt, ist, ihr habt ja alle keine Ahnung. Also, ja, ist auch so. Nein, es ist eben nicht so. Nein, ich kann auch nicht mit Ihnen hier über Quantenphysik diskutieren, weil ich davon keine Ahnung habe. Jetzt frage ich mich, wer von euch hat eine Ahnung von Rap hier? Nee, aber Herr Hane, Sie nein. Etwa? Nein, überhaupt. Aber es ist ein Totschlag. Aber ich sehe, ich würde gerne trotzdem für das Argument, ich hatte das Gefühl, da kommt noch was. Ja, also ich bin der Auffassung, man kann nicht einfach, es ist so ein Totschlagargument, ja, ihr habt ja alle keine Ahnung. Es bleibt dabei, dass der Text, auch wenn es Kunst ist, stimme ich völlig zu. Ist es Kunst? Das ist doch die eigentliche Frage, die wir heute hier zu beantworten. Damit müssen wir klarkommen. Das ist eine Form, das ist wie Extremsport. Völlig okay. Aber man muss sich einfach, auch in der Kunst, muss man sich um die Wirkung der Worte klar sein. Und ich finde, es ist eine Bigotterie, auf der einen Seite zu sagen, naja, würde ich nicht wollen, dass meine Kinder so angesprochen werden. Finde ich auch irgendwie nicht gut und nicht richtig. Aber auf der anderen Seite genau das zu forcieren. Und da muss man sich einfach klar sein, was man sagt und was man tut. Und da kann man sich nicht rausreden mit dem Argument. Ich rede mich nicht alle raus. Hier haben keine Ahnung. Nee, aber das ist erstmal so. Aber ich rede mich auch hier nicht aber raus. Jetzt, das ist ein darf ich nein, ich stehe zu allem, was ich gesagt habe. Hallo.
Also jetzt drehe ich mal die Diskussion an den Anfang zurück. Mhm. Also ich muss mich hier verteidigen wegen eines läppischen Zigeunerschnitzels, werde als Rassist bezeichnet. Nein, das stimmt und nicht. Und natürlich, das sei das rassistisch. Ich bin doch nicht blöd, ich habe es doch gehört. Nein, aber und das ist doch ein interessanter Punkt. Und da würde ich gerne einhaken. Ach so, jetzt haben Sie einen gefunden, der schlimmer ist. Ja, natürlich. Und nein, nicht schlimmer. Sondern, und darüber wird diskutiert, ist es Kunst. Dann erkläre ich jetzt mein Buch, rettet das Zigeunerschnitzel als Kunst. Ich würde trotzdem gerne eine wichtige Frage stellen. Wir haben gefragt, ist das antisemitisch, wenn Kollega und Farid Bang sagen, mein Körper ist definierter als Auschwitz-Insassen? Die haben alle gesagt, ja, sie auch. Nein. Wir haben gefragt, sie haben gesagt, das ist moralisch nicht vertretbar, ja, aber ich unterstelle denen keinen Antisemitismus. So, und die Frage ist doch, wenn jemand sagt, Zigeunerschnitzel, ist er kein Rassist, das haben wir geklärt, aber er benutzt ein rassistisches Wort, jedenfalls wenn es um Frau Bücker geht. Wie ist das denn hier, wenn jemand sagt, Nutten die ganze Zeit, Fotzen, die ganze Zeit. Ist er dann ein Frauenfeind, wenn jemand sagt, Schwuchtel und ausrasieren will, ist er dann ein Schwulenfeind? Aber ich finde es auch noch mal wichtig zu sagen, dass wir Jugendliche nicht permanent unterschätzen sollten, weil das kommt ja immer so ein bisschen, das schwingt da immer so ein bisschen mit. Die armen Jugendlichen, die glauben das alle Wort für Wort, das stimmt ja auch nicht. Ne? Die armen Jugendlichen habe ich nicht gesagt. Nein, das ist nein, aber das jetzt auch nein, lassen Sie mich doch mal ausreden, dann komme ich auch zum Punkt. Aber ich glaube, es ist falsch, wenn wir jetzt das verbieten würden oder wenn Eltern Jugendlichen verbieten, Rap zu hören. Das ist nicht Sinn der Sache, weil das hat eigentlich die gegenteilige Wirkung. Und das ist auch so ein bisschen bevormunden und Jugendliche können damit umgehen in weiten Teilen. Bei den Negern in Kinderbüchern? Ja, wollte ich sagen, das begreife ich nicht. Da ging es um Kinder. Nein, das ist jetzt kein Argument. Auf jeden kann man ja was erklären. Nein, also ich habe ja nicht gesagt per se, das, was er macht, ist gut. Also ich würde sagen, es ist vielleicht auch so ein bisschen langweilig, wenn man immer nur frauenfeindlich, homophob, stark sexistisch. Es ist so ziemlich arrogant, meine Musik so zu definieren. Das ist doch völliger Quatsch. Und ich würde auch sagen, also ich finde, die Verantwortung, die muss man übernehmen. Also wenn man auf der einen Seite sagt, es ist die Verantwortung, dass ich den Kids zeige, sie können was aus ihrem Leben machen, sie haben positive Vorbilder. Mhm. Aber auf der anderen Seite dann sage, ich habe keine Verantwortung, wenn die Kinder Stereotype annehmen und wenn ich jetzt vielleicht auch schwule Jungs unter den Fans habe, die dann ganz verunsichert sind. Genau. Und die wissen nämlich am besten, wie man mit solchen Wörtern umgeht. Anscheinend sind es ja immer nur die Heteros, die kein Problem haben. Claudia Roth ist kein Fan von Ihnen, musste aber mit der Zeile leben, ich schieße auf Claudia Roth und sie kriegt Löcher wie ein Golfplatz. Sind Sie eigentlich sicher, dass nicht einer Ihrer Fans meint, das könne man eigentlich auch Wörter nehmen? Frau Maischberger, ganz ehrlich, das ist so ein plattes Argument. Haben Sie mal, jeden Tag steht in der Bildzeitung, Merkel schießt gegen Müntefering oder keine Ahnung was. Da beschwert sich niemand über Schießen. Da wird genau dasselbe genommen. Es ist ein Unterschied, wenn Sie sagen, sie kriegt Löcher wie ein Golfplatz und das mit Schießen verbinden mal unter uns. Also so blöd sind wir jetzt alle nicht, dass man da keinen Zusammenhang hat. Die Frage ist doch die, warum greifen Sie Claudia Roth dann direkt an und geben Sie damit, weiß ich nicht, also ich meine, warum... Also Claudia Roth hatte sich sozusagen auch über mich aufgeregt im Vorfeld und das war meine Antwort. Ich fand das einfach nur ein fairer Schlagabtausch. Wie war das bei Klaus Wowereit? War das dann auch so? Klaus Wowereit, ganz ehrlich, der hat am wenigsten Probleme mit dem Song gehabt. Wenn ich sage, dass jemand in seinen Arsch gefickt wird, wie Klaus Wowereit, wo ist denn das Problem? Aber er hat ja also, geklagt. Ja, okay, aber er hat... Haben Sie damit ein Problem? Also ich muss Ihnen das ganz ehrlich sagen, ich habe ein ganz anderes Problem, dass der Feminismus, der hier sitzt, nicht aufschreit bei diesen schrecklichen Sachen. Und jetzt wollen Sie aber Ihr Zigeunerschnitzel gut reden, Alter. Jetzt hören Sie mal auf damit, okay? Also, mal ganz ehrlich, Herr Hane, aber jetzt fischen Sie nicht im Trüben, mal ganz ehrlich. Jetzt lenken Sie mal nicht ab hier. Aber ohne Witz. Doch, ich lenke Schreiben doch Sie mal vier Reime, drei silbig und dann können wir weiterreden. Jetzt machen wir uns hier nicht auch frauenfeindlich als einziges Argument. Weil das ist der größte Quatsch, dass man hier wirklich meine 500 Lieder, meine 20 Jahre Musik mit frauenfeindlich und homophob und antisemitisch abtut. Habe ich nicht in einer Silbe gesagt. Das ist ein Teil davon. Ich habe Sie auch gar nicht angegriffen. Wir einigen uns darauf, dass es vermutlich, also so habe ich Sie jetzt alle verstanden, das ist eine Form von Kunst, da müssen wir es vermutlich ertragen. Ja, man darf es schlecht finden und das ist genau richtig. Also man darf vor allem nicht sagen, Rap ist jetzt für die Frauenfeindlichkeit in Deutschland verantwortlich. Das sind ganz viele Strukturen. Ich finde viele der Lieder überhaupt nicht gut, aber man macht es sich sehr einfach und ich finde, das passiert in der Diskussion sehr oft, dass das dann alles auf
auf den Rap abgeschoben wird. Nee, aber das finde ich jetzt wirklich interessant. Nein, das ist doch kein Mensch. Ich möchte eine Nachfrage stellen, wenn ich darf. Ja. Wenn Sie sagen, Sprache ist wirklich wichtig und dass eine Frau eine Kundin ist, ist wichtig, weil das eben das Bewusstsein bestimmt. Warum in diesen Song, Entschuldigung, es gibt keine Zeile, in der eine Frau irgendwie Frau genannt wird, sondern die sind immer alle Schlampen, es sind alles... Haben Sie über Schmetterling gehört, den Song? Also jetzt haben Sie sich gerade richtig gut vorbereitet. Und eine Mutter gibt es auch noch dabei. Quatsch, ey. Wo ist denn da jetzt plötzlich der Unterschied? Das verstehe ich jetzt nicht. Nein, natürlich gibt es Unterschiede. Bushido hat Songs, die sind frauenverachtend. Das auf jeden Fall. Doch. Nein. Doch. Ich habe nur in einigen Songs beispielsweise einfach offen und ehrlich gesagt, dass ich Sex mit Frauen habe. Und das sind Groupies nach meinen Konzerten gewesen. Ja, ich ficke Schlampen. Ja, und dass du sie blau schlägst, hast Nein. du auch gesagt. Und da ist das Problem, wissen Sie, und das werde ich morgen auch erklären. Dieser Song ist sozusagen ein Song gewesen, in dem ich eine Situation sozusagen erkläre, in dem ich meine Frau mit einem anderen Mann, mit einem anderen Mann im Bett erwischt habe und ich dann durchdrehe, was Sie jeden Tag in der Bildzeitung lesen, Eifersuchtsdrama. Und nicht, weil sie eine Frau ist, dass sie deswegen von mir geschlagen wird, sondern sie hat mich betrogen und das ist halt leider bei rausgekommen. Nein, das ist fiktiv. Na ja, gut, es gab eine Anzeige wegen Körperverletzung von Ihrer Frau. Ja, dann recherchieren Sie weiter, da ist nichts dabei rausgekommen. Verstehen Sie, was ich meine? Also wie werde ich denn jetzt hier also gerade dargestellt? Ich glaube, es geht aber auch ohne Witz. Kann ich kurz was sagen? Darf ich mal ganz kurz was sagen? Und dann gehen wir weiter. Die Etablierung des Rap-Kunst ist klar. Das ist einfach, das hat auch eine Geschichte, das hat auch was, hat auch mit der amerikanischen Geschichte auch mehr zu tun, ist ja dann auch irgendwo rübergeschwappt nach Deutschland, hat sich in Deutschland dann anders und neu und eigenständig etabliert, wunderbar so. Aber die Frage bleibt doch nach wie vor, Sprache, und das ist ja unser Überthema. Das ist unser Thema heute. Was für eine Macht hat Sprache? Ja. Sie sagen, die Jugend kann das differenzieren. Sagen Sie auch. Sie möchten aber trotzdem die Kinderbücher korrigiert wissen. Finde ich auch schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also das ist nicht konsequent. Deswegen ist doch meine Frage jetzt nur, wenn man in einer Form auch seiner Wut Ausdruck gibt, ne, die in dieser Form diesen Liedern vorkommt, kann es nicht trotzdem sein, dass man auch Wut, Enttäuschung, Frustration anders benennt, anstatt zu sagen, du scheiß Fotze? Gibt es da nicht andere Möglichkeiten, die eventuell einen positiven Einfluss haben könnten oder eine positive Strahlkraft? Ich weiß nicht, ob die eine positive, ob das positiv wäre, aber allein, dass ich mich auch hier ganz anders artikuliere als in meinen Songtexten, sollte Ihnen doch wenigstens zeigen, dass ich differenzieren kann, ob ich hier gerade meine Kunst betreibe oder ob ich mich mit einer Frau unterhalte, die ich zu 100% respektiere, ich sie auch respektiere. Ist ein Punkt und ich tue Ihnen jetzt einen Gefallen. Ich ja auch, aber trotzdem meine Frage. Ich möchte dir nur kurz beantwortet wissen. Ja, aber es ist meine Songs. Ja, aber ich möchte, dass sie so sind. Okay. Ich darf meine Kunst so machen, wie ich es möchte. Also das ist Kunst und da kann man über Geschmack tatsächlich streiten, ob man das mag oder nicht. Wenn alle hier der Meinung sind, das ist Kunst, dann gehen wir tatsächlich dahin, wo es wehtut, nämlich zu Satire. Ein Punkt, bei dem dann tatsächlich sehr stark und sehr häufig darüber gestritten wird, ob es da jetzt Grenzen gibt oder nicht, wenn die nämlich über die Stränge schlägt. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit. Die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Christian Ehring vom NDR Satiremagazin Extra 3 nahm die AfD-Politikerin Alice Weidel beim Wort. Jawohl, Schluss mit der politischen Korrektheit. Lasst uns alle unkorrekt sein. Da hat die Nazi-Schlampe doch recht. War das unkorrekt genug? Ich hoffe. Das ging der heutigen AfD-Fraktionschefin zu weit. Alice Weidel verklagte das Satiremagazin. Das Landgericht Hamburg allerdings wies den Antrag auf einstweilige Verfügung zurück. Das Ganze sei klar als Satire erkennbar. Juristisch offen ist bis heute der Fall Böhmermann. Der ZDF-Moderator löste vor 2 Jahren mit seinem umstrittenen Gedicht Schmähkritik eine Staatsaffäre aus, als er die Grenzen der Kunstfreiheit austestete. Mit teilweise derben Beleidigungen des türkischen Präsidenten Erdogan. Der erstattete Anzeige wegen Beleidigung. Das Landgericht Hamburg entschied, das Gedicht sei zwar Satire, gehe aber zu weit und verletze Erdogans Persönlichkeitsrechte. Beide Seiten haben Berufung eingelegt. Jan Böhmermann will damit klären lassen, was Satire darf. Geklärt wird es in diesem Fall am 15. Mai. Herr Schröder, das ist ein Kollege von Ihnen. Wenn wir jetzt erstmal über Extra 3 und Alice Weidel reden, hat sie nicht völlig recht, wenn sie sich gegen die Nazischlampe wehrt? Nein, überhaupt nicht. Das ist in meinen Augen... Nein, das ist das Schärfste hier, ohne Witz. Ja, ja, aber warte auf die Begründung. Okay, sorry. Das ist ganz einfach. Das ist eine ganz klare, lupenreine Pointe. Es gibt sozusagen den Setup, um in der Fachsprache zu sprechen, also die Vorlage.
Sie sagt, die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Der Satiriker zeigt, was das in der Konsequenz für sie bedeutet. Nämlich, dass es erlaubt ist, sie dann Nazischlampe zu nennen. Das ist sozusagen eine Fortführung. Schlechte Satire wäre es dann, wenn man einfach gesagt hätte, wir nennen aus Spaß einfach mal Alice Weidel Nazischlampe, weil wir es lustig finden. Dann wäre es schlechte Satire. Hier gab es eine Vorlage und das ist die Antwort der Satire auf genau die Vorlage, die sie bietet. Da ist es auch zurückgegangen. Gerade aber ist Alice Weidel erfolgreich gewesen gegen einen Facebook-Post, wo sie als Nazi-Sau tituliert wurde. Das ist für Sie ein klarer Unterschied. Das ist auch ein Unterschied, weil das ist ein Kommentator gewesen, der im Rahmen einer Kommentarspalte diesen Begriff geschrieben hat. Und das ist ja keine Satire, das ist ja keine Kunstform. Da schreibt einer seine Meinung rein. Wenn ich auf irgendeiner Facebook-Seite meine Meinung schreibe, auch wenn ich Satiriker bin, würde das aber als Privatmensch tun und würde einfach schreiben, Peter Hane ist eine blöde Sau, dann würde ich auch verlieren, und zwar zu Recht. Weil ich will sie aber nicht verklagen. Weil Nazi-Vergleiche in Deutschland gehören sich einfach. In diesem Zusammenhang ist es. Nein. Das heißt also, Frau Weidel hat recht, wenn Sie jetzt natürlich gegen das Satire-Magazin? Er macht ja macht das ja ganz geschickt. Er setzt voraus, dass der Zuschauer und der Zuhörer diesen Sprung weiß. Nämlich, wenn alles auf dem Müll der Geschichte ist, dann darf ich dich Nazischlampe nennen. Aber es wurde konsequent Er sagte ja, hat ja sogar nachgeschoben noch, na, war das politisch inkorrekt genug. Insofern ist es doch eine absolut klare, abgrenzbare Kunstform. Wenn wir jetzt hier gerade so Kunstprofessoren hier sitzen haben, wie ist das denn, wenn ich dann meine frauenfeindlichen und etc. Adjektiven Meinungen dann auch noch in eine absolut gute Reimform verpacke? Ist das dann Kunst oder ja, ist das auch wir haben ja sicher? Ja, nein. Keine Frage. Ich war der Erste, der dir gesagt hat, ich würde nie in Frage stellen, das, was du machst. Kunst. So gut oder schlechte Kunst, haben wir vorher schon gesagt. Das ist mein Bro, nicht mehr du. Aber das wird auch gerne so ein bisschen hinten vorgelassen. So. Ich meine, auch selbst dass der Song, der natürlich sehr fragwürdig ist moralisch, ne, auch welcher der war Song komplett jetzt? In Reimform. Ja? Also nur von meinen beiden. Aber Ich sag ja nur. Wir müssen Zusammenhänge sehen. Man muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, es gibt auch Rap-Songs, die sich mehr reimen als das. Aber ganz, Herr Hane, hat der türkische Präsident, hat der türkische Präsident dann auch Recht gegen Jan Böhmermann zu klagen? Weil also Recht hat, klagen kann man immer. Zumindest einen Ziegenficker genannt hat und noch ein paar andere Sachen. Also ich wundere mich, dass Böhmermann das gewagt hat gegenüber dem türkischen Präsidenten, weil wir ja sonst gegenüber Muslimen immer sehr vorsichtig sind, weil wir nicht Angst haben, dass die reagieren. Die anderen Christen reagieren ja überhaupt gar nicht. Da kann man einen Plüschhasen an den Kreuz schlagen, da reagiert kein Mensch. Aber ich muss ehrlich sagen, diesen Text, also Ziegenficker und sowas alles, das als Kunst zu bezeichnen, fällt mir Satire, stopp, es war Satire. Oder Satire. Warum muss das sein? Ich frage mich manchmal, warum muss das sein? Das ist genau das Problem, das wir haben. Dass wir einfach verlernt haben, Zusammenhänge zu sehen. Und das machen Sie gerade sehr schön vor. Sowohl mit dem Nazi-Vergleich verbietet sich, nein. Es kommt auf den Zusammenhang an. Aber wo liegt der Zusammenhang bei Erdogan? In diesem Gedicht reden wir, und das ist eine kolossale Verfälschung schon damals des Gesamtwerks gewesen. Dieses Gedicht, darum ging es nie, überhaupt nie. Es ging um eine ironische Metaebene, die ganz eindeutig dem Gedicht vorgeschaltet war, die sagte, man muss die Vorgeschichte erzählen, es gab einen Song, ebenfalls der Kollegen von Extra 3, Erdogan, eine Mega-Parodie. So, daraufhin hat sich Erdogan schon beschwert. Er hat den deutschen Botschafter eingestellt. Mhm. Daraufhin haben die Kollegen bei Böhmermann gesagt, jetzt zeigen wir dem türkischen Präsidenten den Unterschied zwischen Satire und einer Schmähkritik. Genau. Und dann haben Sie das, was soll man dazu sagen, ein bisschen übertrieben, übertrieben. Und dann kam dieses Gedicht, das so sehr drüber war, aber in einem klaren Zusammenhang stand. Und diese ironische Ummantelung, das ist erlaubt. Das gibt dem erst Werkcharakter, das gibt ihm erst den Satirecharakter. Und ich war schockiert, wie wenig wir offenbar im Jahr 2018 in der Lage sind, Anführungszeichen zu lesen, aber Kunst zu verstehen und Dinge in einen Zusammenhang zu stellen. Stattdessen leben wir in einem
Zeitalter des permanenten Geschreis, wo man sich eigentlich freut, wenn man verkürzen kann und die Dinge auch gar nicht mehr verstehen und in ihrem Zusammenhang sehen muss. Wobei man sagen muss, das Strafverfahren ist für Böhmermann ausgegangen. Das, was jetzt noch anhängig ist, ist ein Zivilverfahren. Mhm. Da klagt sozusagen die Person Erdogan gegen die Person Böhmermann. Da werden wir sehen, wer entschieden ist. Herr Bushido. Kurze Idee vielleicht so, ne? Ich meine, wir tun ja oder wir sind ja alle der Meinung, dass wir Kunst betreiben und Kunst darf ja theoretisch erstmal alles so, ne? Aber und deswegen sage ich ja, dann kommen wir auf diese Auschwitz-Geschichte, dann kommen wir halt auf dieses Schmähgedicht und so weiter und so fort, dann kommen wir natürlich auf Satire auf Kosten Religion und so weiter und so fort. Man muss doch jetzt auch nicht auf Teufel komm raus die Kunst für alles benutzen, um auch wirklich noch dem Letzten sozusagen auf die Schnauze zu hauen. Man könnte das finde ich auch. Das ist völlig... Moment mal. Was meinen Sie, warum ich hier sitze? Wenn mich das nicht interessieren würde, dann würde ich einfach meine Millionen weiterverdienen. Verstehen Sie, ich meine, warum müsste ich mich hier rein nicht hinsetzen? Was ich damit signalisieren möchte, ist, dass wir gerade auch in Deutschland diese Kunstfreiheit einfach nicht aufs Spiel setzen dürfen. Und Mohammed-Karikaturen, ja, ich... Im Endeffekt soll jeder machen, wie er will. Man muss sich selber da, die Frage stellen, ob man sich dafür alles angegriffen fühlt. Aber es ist theoretisch nicht notwendig, weil man auch anders sozusagen, aber so wie geht, Sie gesagt haben... Ich nehme jetzt mal das auf, weil das ist ja ein interessanter Punkt. Sie sagen, bei Ihnen ist offensichtlich die Grenze da. Herr Hane hat es auch schon gesagt, weil das ist ja nicht richtig logisch. Entweder sagt man, die Kunst ist frei und die Satire ist es auch, dann darf es keine Grenzen geben. Aber Herr Hane, die Heute-Show hat gerade etwas gemacht, wo Sie sicherlich aus dem Sessel springen. Das ist gerade so über Ostern, glaube ich, gewesen. Ja, mit dem ein Osterhase, Sie haben es ja gerade erwähnt, ja. Es wird gekreuzigt, nicht der Jesus, sondern ein Osterhase hängt da am Kreuz. Und jetzt verstehe ich eines nicht, Herr Hane, wenn Sie sagen, die politische Korrektheit gefährdet unsere freie Gesellschaft. Warum ist es dann logisch, an der Stelle plötzlich eine Grenze zu ziehen und sagen, nee, das geht aber nicht? Weil ich der Auffassung bin, das habe ich im Proseminar Psychologie gelernt von Sigmund Freud. Ja, dann ist alles klar. Der gesagt hat, der Verlust der Scham ist der Beginn des Schwachsinns. Irgendwo muss es eine Schamgrenze geben. Es gibt genug, auch Kabarettisten, auch Spaßvögel, die sagen, selbst an irgendeiner Stelle ist auch mal eine Grenze, die ich mir selber ziehe. Die kann ich nicht per Gesetz festlegen. So, das ist doch der interessante Punkt. Für Sie ist das eine Grenze, aber ja, die kann ja dann nicht allgemeingültig sein. Also, dann zieht jeder seine Grenze, wo er sie gerade will. Ja, wie in der Kunst leben, ja. Dann sage ich, ich möchte nicht als Nutte genannt werden. Aber ich möchte respektiert werden, wie wir da zu Anfang ja dieses angeblich so wichtige Thema hatten mit den Negern. Wenn da Schwarze sagen, wir fühlen uns diskriminiert, wir wollen das nicht. Dann zucken wir. Wenn ich aber hier... Dann ist es eine Frage des Respekts. Aber Sie besorgen... Genau. Und das Gleiche sage ich da, dass dieses Bild tut mir regelrecht weh. Aber dann ist es Wer doch weiß, sehr was subjektiv. Da vor zwei. Natürlich ist es subjektiv. Okay, das wollte ich ja, ja aber subjektiv. Das ist doch genau. Das ist doch genau. Wir haben ja keine Sprachpolizei. Das ist genau das. Aber Sie merken gar nicht, dass Sie genau das Geschäft der politisch sogenannten Korrekten betreiben, das Sie kritisieren. Ihnen tut das weh. Ja. Sie fühlen sich verletzt. Genauso Sie ist machen sich wie genau den Feministen, zu dem. Sie machen sich zu genau dem Opfer, das Sie vorhin kritisiert haben. Sie kritisieren die politische Korrektheit dafür, dass Sie das Opfer eingeführt nein, hat. Nein, doch, nein. Zu Recht. Nein, nein. Und jetzt sitzen Sie da und sagen, ach, wenn es um meine Religion geht, dann tut es mir weh. Dann ist aber mir vor Ort, tut es dann, weh. Ja, mir darf es doch wohl weh tun. Das ist das Problem, dass Sie das Geschäft der politisch Korrekten... Nein. Sie sind genauso empfindlich. Und wir leben in einer solchen Empfindlichkeits- und Gefühlsdiktatur. Wissen Sie, ich fühle mich auch, ich bin Atheist, ich fühle mich auch von Kirchtürmen, fühle ich mich permanent in meinen atheistischen Gefühlen gestellt. Auch von Glocken. Aber ich würde mich dazu nie äußern, ist mir egal, ich nehme das hin. Aber Sie sind genauso wenig in der Lage... Entschuldigung, ich bin danach gefragt worden. Oh ja, es ist aufgrund auf Kosten meiner Religion werden Witze gemacht. Ja, sicher, weil mir es weh tut. Mir tut es weh. Bitte? Kommt das von Ihnen? Nein, es ist nein. Ach so. Annabel Mandeng ist wahrscheinlich die von dieser Runde die größte Weltbürgerin. Das stimmt nicht. Ich muss einmal eine Frage stellen. Der Vater aus Kamerun, mit der Mutter waren Sie, glaube ich, insgesamt in Togo in Schulen, in Pakistan in Schulen. Die sind wahnsinnig viel rumgekommen. Wenn Sie mal so einen Blick von außen auf unser Deutschland und so eine Diskussion setzen, machen wir uns zu viele Gedanken oder zu wenige?
Also auch da gibt es verschiedene Ebenen, glaube ich, verschiedene Differenzierungen, die wir leisten müssen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man auf Sprache achtet, weil Sprache ist, wie auch schon genannt wurde von Frau Krämer, ist die einzige Möglichkeit, direkt zu kommunizieren. Mhm. Das sollten wir nicht vergessen. Es gibt die Schriftsprache auch, die aber nicht alle beherrschen. Sprechen, Sprache, das, was man hört, was einem gesagt wird, das kommt eben an. Und da sollten wir, glaube ich, auch darauf achten, was ist denn das, was da rauskommt. Und vor allen Dingen auch von wem und von wem wird es unterstützt. Ich finde es völlig legitim zu sagen, Rap ist Kunst, gar keine Frage. Satire hat ihre Rechtfertigung, keine Frage. Zukünftige Kinderbücher sollten bestimmte Namen, bestimmte Begrifflichkeiten auch auf gar keinen Fall mehr haben. Aber ich glaube nicht, dass wir uns dahinter zu sehr auch verstecken dürfen. Also ich glaube, dass wir parallel an der Sprache arbeiten müssen. Wir müssen an dem, was gesagt wird und von wem gesagt wird, arbeiten, massiv, alle zusammen. Jeder persönlich hat sein eigenes Recht, absolut, Dinge gut oder schlecht zu finden, einen Geschmack zu haben, ob er Sachen beschissen findet, ob er irgendwie findet, dass ein Böhmermann zu weit geht, ob er das beschissen findet, dass Frauen Fotzen genannt wird. Ich finde es scheiße, ja. Aber deswegen finde ich Rap als Kunst großartig, großartig. Okay. Kunst ist, ne, so. Also deswegen gibt es verschiedene Ebenen, Frau Maischberger. Und ich glaube, wir sollten uns darauf berufen, Sprache ist ein Werkzeug und das hat Macht und das dürfen wir auch nicht missbrauchen. So, danke, glaube, das muss ein Schlusswort sein. Vielen herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Das hat diese ganze Diskussion, finde ich, sehr gut zusammengebunden. Vielen Dank, dass Sie so eine extrem differenzierte Debatte heute geführt haben. Ich habe viel gelernt und danke Ihnen allen, dass Sie meine Gäste waren. Sage Ihnen jetzt noch, dass wir nächste Woche an dieser Stelle unsere Publikumsdebatte haben. Das geht um die Kampfzone Klassenzimmern. Was ist eigentlich los an deutschen Schulen? Mit Ihnen als Diskutanten. Und jetzt wartet Gabi Bauer hier schon mit dem Nachtmagazin. Schönen Abend. Thank you.